Recht herzlich willkommen zur 123. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind wieder drin im Spiel und zwar hatten wir letztes Mal gesagt, dass wir hier diese Stadt irgendwie wieder haben wollen. Nur wir hatten wieder mal Moralverluste, ne? Hier diese Leute, die haben keine Moral und keiner weiß warum. Können wir nochmal auswählen bitte und gucken uns das nochmal genauer an. So, jetzt haben wir hier 7 minus Kampfstärke, okay. Truppengröße, Veteranenstufe, Moral, Versorgung eingeschränkt, okay. Ruht sich aus, Wildenmeister. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was das ist dann. Oh, hier sind jetzt wieder genug von ihm da. Die sind wahrscheinlich alle abgehauen, da geht keiner hin. Oh doch, die gehen alle hin. Na dann, da haben wir keine mehr, hier unten noch. Da gibt es auch noch eine Einheit. Haben wir die hier nicht hingeschickt gehabt? Ach doch, die sind vielleicht schon da. Ne? Die hatten wir letztes Mal schon dahin geschickt. Dann mal hier. Ne, mach mal dahin. Oder in die Stadt am besten, weil da sind die Moralisten drin. Ne? Ja, ich glaube, da ist jetzt niemand losmarschiert. So, dann haben wir die. Und die kommen dann hier hin. So, ach, da unten sind die alle. Alles klar. Mit mir nicht, da läuft die nächste Einheit wieder weg. So, jetzt haben wir es aber mal in der Übermacht, ne? Auf geht's! Die beiden sollten mal die Truppe da, die Stadt da weiter belagern. Dann passiert natürlich nichts, ne? Ist klar. Aufsitzen! Kriegen wir die dann mal abgelegt. Oh. Sieht ja wieder prickelnd aus, ne, oder? Kommen die jetzt dazu? Nein. Aber die Einheiten gehen da schon mal hin. Wie viel Geld haben wir? 1,6. Okay, das ist ein bisschen, hat sich ein bisschen erholt. Und wir bilden hier noch aus. Zwei Einheiten da. Dann da raus. Wie schaut's hier aus? Machen wir auch noch zwei. Und die Reiterei war hier unten, ne? Da stehen sogar welche. Das passt schon erstmal. Und die Einheit geht dann da hoch. Aufsitzen! Über den Weg hier, ne? So. Was passiert da jetzt? Wo ist was anzugreifen? Aufsitzen. Da. Was ist... Auf geht's! Okay. So gut wie da. Die kaputt machen und darum, dass es mal weniger wird. Sieht aber richtig schlecht aus. So, da hatten wir glaube ich noch welche hingeschickt. Die können jetzt hier nochmal angreifen. Das sind die Moralisten, ne? Truppe weigert sich auf Moralverlust. Ja. Uns reicht's. Sicher. Es werden immer wieder wer. Uns reicht's, uns reicht und sie hauen ab. Und keiner weiß warum. Uns reicht's. Keiner weiß warum. Warum verlassen die das da? Uns reicht's. Und was soll das? Für mich unerklärlich. Truppe von. Ja, können wir. Ja, toll. Die können wir dann auch in der Wüste schicken, alle. Aufsitzen! Geld ist da, aber keiner weiß, warum die da nicht reingehen. So, was sagt denn diese Stadt hier jetzt mal? Produktion, Handel, Verbrauch. Ja, weiß ich auch nicht. Anwerben, Händler, Siedler, Bautrupp, Händler, Karren kann man kaufen, Dreck. Was ist denn Dreck? Okay, also eine Arbeitstreck. Guten Tag. Angebot. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Der bietet uns diese Waren, okay. Das passiert im Gasthaus, sehr interessant. Okay. Was ist eine Kapelle? Sollen wir mal beten hier? Passiert aber nichts.
Abendspeisung, kleine Speisung. Machen wir mal. Aha, das war die Abendspeisung, gut. Fest. Können wir nicht machen, fehlt's Brot. Oder Backwaren. Kirche können wir auch nicht bauen, weil noch nicht entwickelt. Gut, hier Kloster. Das können wir bauen, das machen wir dann als erstes. Ein Bauhof. Ach so, dann kann die Stadtmauer gebaut werden. Vielleicht wäre das in dieser Stadt sehr sinnvoll. Geben wir das auch in Auftrag. Was haben wir hier noch? Depot. Aha, hier geht das handelsmäßig besser dann. Das ist ja interessant. Schutz vor Feuer, Schutz vor Seuche, Schutz vor Erdbeben. Schutz vor Dürre, Hungersnot, Stürmen, Frost, Ruhestandsbonus. Okay. Aber da geht nichts. Ja, damit sind wir aber erstmal am Ausbauen. Das ist ja auch schon mal gut. Wo ist die Einheit? Kann die jetzt mal abhauen? Haut mal ab. Gut. Und geht auch nicht kaputt vielleicht, ne? So, die sind jetzt alle angekommen. Und der wird kräftig gebaut. Was hier mit Moral? Gleich null. Pferdchen hier, auch null. Alle haben keine Moral mehr. Keine Ahnung, warum die keine Moral haben. Hier gibt es noch nicht mal ein Wirtshaus, ne? Das sollten wir vielleicht mal als erstes bauen. Funktioniert das denn überhaupt? Bauwaren fehlen, alles klar. Das geht auch noch nicht mal. Was ist das hier? Minus 425 Arbeiter, okay. Und hier findet auch eine Rezession statt. Ah, Soldaten im Versorgungsradius 289, gut. Und wie viele Soldaten haben die da? 276. Das heißt, das sind zu viele Soldaten im Versorgungsradius dann. Dann können die nicht versorgt werden, oder wie? Gibt's das da auch? 140, ja, weil die gerade an der Stadt lagern. Hier oben ja keine im Versorgungsradius sein, so sieht's aus. Also eine Stadt versorgt gleichzeitig die Soldaten. Gut. Dann kriegst du die natürlich auch nicht dahin, ne? Ja. Ja, freie Arbeitskräfte werden da gerade weniger, aber es sind ja genug da erstmal, ne? Okay. Das verbraucht die Stadt dann. Ja, sehr interessant. Da klappt gerade nichts, ne? Okay, hier sind noch Leute. Die können da nicht hin wahrscheinlich. Ah, dann schick sie mal da hin. Die 100 Leute werden von der Stadt versorgt. Und wenn das zu viel ist, dann werden die nicht versorgt. Deswegen muss der Kampf schnellstens vonstatten gehen. Dass man die versorgt noch, ne? Ja, wie kriegst du die da wieder weg dann, ne? Gar nicht wahrscheinlich. Okay. Gibt's denn da Truppen, die ich dann da wegziehen kann? Nee. Die haben alle keine Moral, glaube ich. Gut, dann lass uns das nochmal auswählen. Dann kick die mal raus. Was sollen wir mit Urlaub? Ja.
Ja, die kriege ich alle nicht weg, das ist das Problem. Ich würde ja jetzt gucken, dass ich die da rauskriege aus der Stadt, aber das geht ja nun mal nicht, ne? Das würde bedeuten, man muss die Versorgungslage in der Stadt verbessern. Ja, aber den können wir noch nicht mal bauen, oder? Ach, der wird gerade gebaut, so war das. Ist ja der Balken da dran, ne? Und Bauwaren fehlen. Kann man sehen, welche? Nein, kann man nicht sehen. Das ist schade. Wein wird produziert, Fleisch wird produziert und Hemden auch. Ja, Produktion, ne? Verbraucht wird das? Stein, Holz. Ja, ich glaube, wir brauchen wieder mal so einen Händler, mit dem wir dann einzelne Waren durch die Gegend transportieren können, oder? Händler. Den werben wir mal an. Und Karren können wir vielleicht auch mal bestellen. So. Ja, da müssen wir mit dem Händler durch die Gegend ziehen und gucken, dass wir da Versorgung sicherstellen, ne? Weil das Gasthaus, da fehlt ja jetzt was zum Bauen, ne? Blöd ist, dass nirgendwo angezeigt wird, was fehlt, oder? Zehn Wochen Bilanz. Bilanz der letzten Woche. Diese Stadt hat keine letzte Wochenbilanz. Ah, da fehlen sie. Holz, Stein und Werkzeuge. Alles klar. Der dauert noch einen Moment. Und die Karren danach. Das müsste jetzt unser Händler sein. Wie heißt er denn? Vuk Juric. Alles klar. So, Vuk Juric. Muss aber erst warten, weil wir erst gucken müssen, welche Bauwaren. 43, 60 Stein, 43 Holz und 13 Dingens. Gut, dann sattelt die Pferde. Sechzig davon rein, ne? Und Holz waren 43, gibt's hier gar nicht. Und Werkzeuge waren 13, glaube ich, ne? Na komm, 14. Und das Holz nehmen wir nicht alles mit, aber ein bisschen. Schon unterwegs. Gut, dann bringen wir das da hin. Gucken zu, dass die Bauwaren da laufen, ne? Wie? Achso, das sind die Klamotten, die wir nicht mit haben. Die aber da gehandelt werden können. Ja toll, ich habe es gerade angeliefert und... Stopp, und einmal raus. Einmal laufen lassen. Und dann nochmal rein und dann gucken. Ah, 18 und 1. Dann läuft das schon besser. Geh mal dahin mit dem Händler. 18 und 1. Fehlte da ein Stein, sehr interessant. Und da waren es 18. Gut. Da abliefern, damit die bauen können. Ist er jetzt angekommen? Nee. So, weg. Weg. Läuft, laufen lassen. So, Bauwaren sind da. Wohlstand ist niedrig, der muss geändert werden, ne? Ja, jetzt wird auf jeden Fall die Hütte erstmal gebaut. Eine Mauer können wir nicht bauen, weil der Bauhof fehlt, alles klar. Brauchen wir erstmal nicht großes Kontor, eher eine Kapelle. Holz und Steine fehlen da. Okay, dann kann die Stadt nicht wachsen. Also 60 und 120.
60 und 120. Gehen wir da hin. Laufen wir da hin. So, 60 haben wir sogar noch hier. Und da waren es 120, da können wir aber nur 40, weil wir keine Karren dabei haben. Die müssen wir erstmal holen. So, dann laden wir das ab und dann holen wir noch die 80 Steine aus dem anderen Laden da. Bauwaren fehlen müsste ja noch sein, genau. Dann geht die Reise dahin und da packen wir erstmal die Karren ein. Weil die sind da ja auch noch. So. So, 80 Steine. Passt. Und hier aufrüsten. Fertig, läuft. So, und dann geht er dahin. Sehr wohl. Mit den Waren. Und dann sollten da auch die Sachen hier wieder klappen. So. Das alles raus und alles ist gut. Bauwaren fehlen, aber hallo? Zwei Steine fehlen, alles klar. Warum stand da 120 und jetzt sind es mir mal zwei? Achso, vielleicht haben die. Ja, die anderen haben da schon was weggenommen gehabt, ne? Das war es wahrscheinlich. Okay. Gut, dann nochmal da zugelangt. Da auch. Das gibt's auch noch hier, Kohle. Was war da noch? Noch Hungersnot. Getreide mitnehmen. Hier ist Keramik. Ein paar Brote noch, ein bisschen Bier. So, fertig. Dahin und ausladen. Damit die Stadt dann nicht mehr eine Hungersnot hat, oder? So. Da kommen wir an. Gehen in die Übersicht und gucken wir mal. Hungersnot in der Stadt. Und was haben wir noch? Niedriger Wohlstand, alles klar. Gut, dann gehen wir hier hin. Packen erstmal alles aus, was wir dabei haben, ne? So. So, jetzt sollte definitiv das... Ja, guck, jetzt fehlen nur Arbeiter. Hungersnot haben sie nicht mehr. So, Arbeiter könnte man natürlich hier mit diesem Dings da... Dreck darüber schicken, ne? Okay, was haben wir hier jetzt für ein Problem? Rohstoffe fehlen. Welche Rohstoffe fehlen denn hier? Da, Eisen. Ne, eine Übersicht war das. Hier sehen wir das genau. Metalle sozusagen, ne? Und die haben die aber nicht hier, ne? Nein. Geh mal da gerade hin. Die produzieren die hier. Das ist doch schon mal cool. So, dann kriegen die da 50 Stück geliefert oder so. Ja, dann schicken wir die mal dahin und dann machen wir nächste Folge da weiter. Ich bedanke mich aber erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.